Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. In den letzten Wochen und Monaten sind hier wieder unzählige Aushex-Augen gefallen und in meinen Videos läuft auch nicht immer von Anfang an alles perfekt. Und genau deshalb gibt es dann heute die lustigsten und besten Outtakes der letzten Wochen und Monate. Viel Spaß! Der Juli ist nun vorüber und deshalb gibt es heute meinen Lesemonat Juli 2022. Viel Spaß! Besonders viel gelesen habe ich auch in diesem Monat nicht, was aber sicherlich... Boah, ich kann nicht mehr lesen und nicht mehr sprechen. Ich die Aufnahme neu machen? Oh, ich fange nochmal von vorne an. Deshalb ist es in diesem Monat nochmal deutlich weniger geworden als sonst. Oh, jetzt muss ich mal meinen Corona-Test machen. So. Sehr gut. Kann man da gehen. Da. Nachdem ich irgendwann mal wieder Faust 2 angefangen hatte zu lesen und dann doch nicht mehr weitergelesen habe, habe ich mich in diesem Monat erneut dazu entschieden, das nochmal anzufangen. Nachdem ich irgendwann mal wieder ich kann nicht mehr reden, Junge, es nervt doch einfach. Meine Nase läuft und ich habe einfach keinen Bock. Und damit wären wir schon am Ende von diesem Video angelangt. Ich hoffe, es hat dieses Video... Ich kann nicht mehr reden, wirklich. Vernünftig wäre es... Soll man alles nochmal von vorne machen? Nee. So ein Quatsch. Auch wenn ich jetzt kein so ganz großer Filmkritiker bin, sage ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen meine Gedanken zu dem Film. Genau. So ein Quatsch, warum mache ich das? Es macht überhaupt keinen Sinn, was ich sage. Ah, nice, der Test ist negativ. Das muss nicht zwingend störend sein, aber ich schaue irgendwie die Filme immer lieber in besserer Auflösung und mich stört das eben direkt und fällt das auch sofort ins Auge, weil sich, ja, Filme mit besserer Auflösung dann... Boah, 3 Videos am Stück aufnehmen muss man auch erstmal hinbekommen. Ah ja, dann ist man auch fertig. Na, 5 Stunden Aufnahme, entspannt. Das Mikro mal wegstellen. Und das Ganze darf jetzt geschnitten werden. Thomas Prussig wurde 1964 geboren und machte ab 1981 nach dem Abschluss seiner Schule eine Ausbildung als Baufacharbeiter. Schon zu dieser Zeit... da habe ich gedacht, der Buchfacharbeiter, also ich kann nicht mal lesen. Aber ich finde, dass auch ich mit meinen 16 Jahren oder auch noch ältere Leute das eben ganz gut lesen können, wenn sie sich eben so ein bisschen einab... Kann ich das noch bitte kurz zu Ende machen? Ja, aber dann mach's schnell zu Ende. Okay, tschüss. Und weiter geht's. Und damit wären wir auch schon Und das wären soweit alle Bücher. Da sie nicht beweisen kann, dass sie die verschwundene Prinzessin ist und das Leben unter Lady Tremaine nicht länger ertragen kann. Die 2. Neuerscheinung gibt es dann gleich einen Tag später, am 30. August, und auch wieder ein Buch von Elizabeth Lim, und zwar den Fantasy-Roman The Dragon's Promise. Und zwar den Fantasy-Roman The Dragon's Promise. Die Kinder, die mit Larkin gefunden... Mister, nicht Miss, Alter, Junge, ich kann nicht mehr lesen. Die Kinder, die Mr. Larkin gefunden haben, sind ihr Weg... Chip Talbot, vielleicht sollte man sich die Sachen doch mal vorher durchlesen. In dieser Hinsicht würde ich mal sagen, macht's gut, bis bald und bleibt natürlich gesund. Tschüss! Und das wär's dann soweit auch schon mit den Outtakes. Wie immer hoffe ich natürlich, dass ein paar lustige Sachen für euch dabei waren. Wenn ihr den Kanal jetzt noch nicht abonniert habt und ihr das nächste und weitere Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne diesen Kanal. Schaut außerdem auch noch auf meiner Website und auf meinem Instagram-Account vorbei, diese habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. In dieser Hinsicht würde ich mal sagen, macht's gut, bis bald und bleibt natürlich gesund. Tschüss!